It's your boy Skinny P, hallöchen meine Damen und Herren. Wir haben vor, ein Valorant-Turnier zu veranstalten. Die Idee kam schon vor einigen Monaten. Ich hatte aber nicht so den Kopf und die Zeit dafür, um das richtig festzumachen. Jetzt sind aber der Kopf und die Zeit am Start. Also können wir reinplanen. Die grundsätzliche Frage ist natürlich, dass wir überhaupt genug sind, um dieses Turnier auf die Beine stellen zu können. Wir haben gesagt, wir wollen mindestens 15 Leute haben für 3 Teams, dass es sich überhaupt lohnt. Da Valorant schon so tot ist, müssen wir jetzt halt erstmal fragen, wer alles mitmacht. Wobei wir bereits jetzt schon 16 Leute auf Discord haben, die sich dafür gemeldet haben. Es sieht also ziemlich gut aus, dennoch möchte ich darüber hinaus wissen, wer sonst noch so mitmachen möchte. Das Formular, um sich zu melden, findet ihr auf unserem Discord-Server. Ich habe es euch verlinkt, also direkt den Link zu dem Channel, wo man sich eben melden kann. Da ist so ein kleiner Haken, es ist alles beschrieben, wie es geht. Ihr müsst einfach an den Haken klicken, dann weiß man, dass ihr mitmachen wollt. Die Regeln und so weiter erläutere ich jetzt nicht großartig. Es sind Standardregeln wie, man darf nicht cheaten und so weiter. Wenn man cheatet, wird man halt überall gebannt und pipapo und kann nicht mehr in den Streams teilnehmen und so weiter und so fort. Belohnung überlegen wir uns noch, ob wir dafür das erste Team dann Pay-Safe-Cards oder sowas raushauen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass das Turnier für die Community ist. Das heißt, man sollte oder man muss Teil der Community sein, um mitmachen zu können. Das heißt halt schon irgendwie ein bisschen in den Streams möglicherweise rumgekommen sein, dass man dich kennt. Oder zumindest in der Steam-Gruppe sein und hier auf YouTube so ein bisschen aktiv sein. Es geht kurzum darum, dass man jetzt nicht als Außenstehender kommt und dann nochmal 4 außenstehende Mains mitbringt, um hier mitzuspielen. Also es soll die Community spielen. Man wird auch nicht als Team hineinjoinen können, sondern es wird aufgestellt, wer spielen möchte, und dann wird das zusammengewürfelt. Also man spielt hier mit der Community zusammen, beziehungsweise die Community spielt mit sich. Es geht hier nicht um außenstehende Teams oder sowas, die da, was weiß ich, geschlagen werden wollen, sondern wirklich um ein Die Dummerblock Community Event. Falls du jetzt ganz frisch über dieses Video erst hier zu uns gefunden haben solltest, ist das kein Problem. Du kannst ja, sobald du Zeit hast, mal in die Steam-Gruppe gucken, das ist alles unten verlinkt, in die Streams kommen, die sind 3-mal die Woche, du kannst auf dem Discord-Server ein bisschen dich rumtreiben und dann kann man sich ja einfinden in die Community und somit wäre man dann Teil der Community. Ja. Bitte fang da jetzt nicht an, irgendwas vorzuheucheln, nur um hier mitmachen zu können. Wir wollen daraus eine Community-Sache machen und wenn man eben so ein bisschen bekannt ist unter der Community und wir haben überall die Augen drauf, im Livestream sowieso, also die ganzen Namen aus dem Livestream, ich spreche ja ständig mit euch, also die habe ich so oder so im Kopf. Auf Discord haben wir unsere Mods, die ordentlich reingucken. Bei uns auf dem Teamspeak-Server haben wir Leute, die reingucken. Natürlich eben auch in der Steam-Gruppe und so weiter und so fort. Und auf YouTube habe ich auch alles im Blick. Also ihr könnt überall, wo ihr wollt, aktiv sein, die Dinge nutzen, die wir euch anbieten. Der Teamspeak-Server zum Beispiel ist auch für alle Community-Mitglieder am Start. Also wenn ihr aktiv bei uns seid, könnt ihr da sogar einen eigenen Channel bekommen mit Passwort. Einfach ran an den Speck und dann wird das. Wie gesagt, der Link zu dieser Valorant-Turniergeschichte auf Discord ist in der Beschreibung. Ihr klickt da einfach mal auf diesen Haken, wenn ihr mitmachen wollt. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, dass ihr mitmachen wollt. Der Termin ist noch nicht festgelegt. Vor allem, weil wir halt bis gestern noch nicht wussten, ob wir überhaupt genug kommen. Jetzt wissen wir es schon, aber wir haben uns jetzt noch nicht zusammengehockt, um einen Termin zu besprechen. Ich werfe jetzt hier einfach mal ein paar Vorschläge in den Ring. Also ich würde es gerne im September machen. Das ist jetzt der kommende Monat. Da haben wir 4 Wochenenden am Start. Das kommende Wochenende ist ein bisschen knapp, denke ich, um das zu planen. Dann haben wir das Wochenende vom 11., 12., 13. Das wäre ein möglicher Termin, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin am darauffolgenden Wochenende, 18, 19, 20, nicht da. Also das geht leider nicht. Dann hätten wir noch 25, 26, 27. an dem wir das machen könnten. Also ich sage einfach mal so ganz salopp, diese 2 Wochenenden, in denen wir das reinplanen könnten, wären entweder das vom 11., 12., 13., ich denke, dass wir das wahrscheinlich samstags machen, also es geht da hauptsächlich um den 12.9. oder eben um den 26.9. Das wären jetzt die beiden Termine, die ich einfach mal so recht unverbindlich in den Raum schmeiße. Da könnt ihr gerne auch direkt was dazu schreiben in die Kommentare, wie das bei euch aussieht. Falls jetzt jemand auf die Idee kommt und sagen möchte, ja, aber was ist mit dem CSGO-Turnier? Das ist komplett unverwandt oder unrelevant mit dieser Sache hier. Also das CSGO-Turnier machen wir auch wieder. Keine Sorge, dieses Valorant-Turnier stößt das CSGO-Turnier nicht weg. Also es ist einfach nur nochmal was, was obendrauf kommt, ja. Also das ist hier nicht zu klären. CSGO-Turnier kommt, Valorant ist jetzt eine extra Sache. Also nochmal kurz zusammenfassend, ihr geht einfach auf den Discord-Server und gebt da an, ob ihr eben mitmacht oder nicht. Also wer nicht mitmacht, kann entweder auf das X da drücken oder halt einfach nichts machen, ne? Dann wissen wir ja auch Bescheid. Wichtig ist, dass ihr auf den Haken drückt, wenn ihr mitmacht. Dann guckt bitte, dass ihr halt, wenn ihr jetzt ganz frisch seid, euch so ein bisschen in die Community mal einfindet und schaut, was wir hier so haben. Es ist, wie gesagt, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und so als dritter Punkt wäre es gut, wenn ihr halt natürlich in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Turnier haltet und vor allem, was ihr eben von den Terminen haltet, die ich jetzt genannt habe. Ob das in Ordnung ist oder ob da ganz viele sagen, ich würde gerne mitmachen, aber ich kann nicht am, was habe ich gesagt, am 12. und am 26.
dann würden wir natürlich gucken, also wenn da so gut wie keiner kann, dann gucken wir natürlich, dass wir einen anderen Termin finden. Grundsätzlich wollen wir erstmal ausloten, wie viele überhaupt mitmachen würden, unabhängig von dem Termin. Da bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder im Livestream, 18 Uhr. Die Streamzeiten sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Wir streamen so im Schnitt 4 Stunden, freitags länger. Also man sieht sich im nächsten Livestream oder eben unter dem nächsten Video in den Kommentaren. Haut da rein, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für alles. Bye, bye.